Bürokommissar Keller? Nein, der Kommissar ist eben weggefahren. Wer ist denn am Apparat? Mein Name ist Merkel. Ich muss den Kommissar sprechen. Ich bin in Lebensgefahr. Wieso sind Sie in Lebensgefahr? Was ist denn los? Ja? Ja. Wer ist hinter Ihnen her? Ich muss raus hier. Er ist weg, aber die Leitung steht. Dann kriege ich raus, von wo er angerufen hat. Aus einer Telefonzelle. Prinzregentenstraße. Neben dem Theater. Danke. Der Chef muss da vorbei. Keller. Ach, Robert, ja, was ist denn los? Merkel? Na, der Name kommt mir bekannt vor. Lebensgefahr. Ja, ich bin hier in der Prinzregentenstraße, kurz vor der Wiedenmeier. Dann sind Sie ja in 2 Minuten da. Die Telefonzelle nach dem Stadion, auf der rechten Seite, vor dem Prinzregententheater. Ich schicke eine Funkstreife hin. In Ordnung, Robert. Kommissar, hier! Ach, Sie sind das? Na, jetzt weiß ich wieder. Achtung! Merkel! Merkel! Na, wie sieht's aus, Robert? Sie haben ihn gerade aus dem OP gebracht. Wo hat's ihn erwischt? Oberschenkelsteckschuss. Der hat ein unheimliches Schwein gehabt. Ist eben nicht umzubringen. Ach, hör mal, wie kannst du denn sowas sagen? Wie geht's ihm denn? Kann man nicht rein? Nein, Sie haben ihm gerade die Kugel entfernt. Der würde uns jetzt noch doppelt sehen und das wäre wohl zu viel. 1 Minute. Mhm. Eine bitte. Wie geht's denn? Beschissen. Himmel. Ja. Wenn du das nächste Mal wiederkommst, dann bring die Akte Lindhoff mit. An was denken Sie denn jetzt? An Akten? Guten Abend, Frau Lindhoff. Ja? Kriminalpolizei. Dürfen Sie reinkommen? Danke. Nur noch einmal für Sie die Nummer 23. Die Fischers aus Österreich. Was ist passiert? Bei Ihnen wohnt Andreas Merkel. Er hat hier ein Zimmer. Es tut mir leid, Ihnen etwas sagen zu müssen. Er ist tot. Sie wissen das schon? Woher? Wenn nachts die Kriminalpolizei vor der Tür steht. Außerdem, es könnte ihm nichts anderes passieren als tot. Nur das noch. Was meinen Sie? Wie ist es passiert? Er wurde aus einem fahrenden Wagen heraus erschossen. Er hat es geschafft. Was hat er geschafft? Seinen Frieden zu finden. seinen Frieden. Aber wo gibt es den anders als im Tod? Sie haben eine Tochter, Frau Lindhoff. Ja, Martina. Ihre Tochter hatte vor 4 Monaten mit der Polizei zu tun. Ja. In einer Sache, in der es ein Todesopfer gegeben hat. Ja, Ihre Freundin Maria Schneider ist gestorben. Na, sagen wir es genauer. Sie ist im LSD-Rausch von einer Brücke gesprungen. Ja, so war es wohl. Ihre Tochter war nur mit Mühe daran zu hindern, das Gleiche zu tun. Ja. Wir haben den Fall seinerzeit untersucht. Wir haben auch mit Andreas Merkel gesprochen, der mit ihrer Tochter befreundet war. Es war damals nicht zu klären, woher die Mädchen das LSD hatten, wer es ihnen gegeben hat. Die genauen Umstände sind unklar geblieben. Und auch Andreas Merkel wusste es nicht. Nein, er wusste es nicht. Ihre Tochter Martina konnte damals nicht aussagen, Frau Lindhoff. Nein. Weil sie seit dem LSD-Rausch nicht mehr in die Normalität zurückgekommen ist. Sie lebt ja seitdem in einer Anstalt. Ja, doch. Dort ist sie noch. Ihr Zustand hat sich nicht gebessert? Nein. Auch nicht so weit, dass sie vielleicht angefangen hat, sich zu erinnern? Ich kann nicht unterscheiden, was von alledem, was sie sagt, Erinnerung ist und was Fantasie. Wer besucht Ihre Tochter? Ich besuche sie. Wann immer ich kann. Aber ich bin sehr schwach und auch nicht weit davon entfernt, den Verstand zu verlieren. Und Andreas Merkel? Besuchte sie jeden Tag. Seit wann wohnte er bei Ihnen? Seit dem Tag, an dem das damals geschehen ist. Kann man sein Zimmer mal sehen? Martina, Träume. Träume waren nie so weit weg von ihr. Hat Merkel diese Fotos gemacht? Ja. Und er hat sie jeden Tag besucht? Mhm. Jeden Tag. Er hat sich nie mit ihrem Schicksal abgefunden? Nein. Sie war sein Schicksal. Kann nicht sein, Frau Lindhoff, dass Merkel von ihrer Tochter in Augenblicken, in denen es ihr vielleicht besser ging, erfahren hat, wer die Schuld an der ganzen Sache trägt. Wollte er das nicht immer erfahren? Doch. Doch, das wollte er erfahren. Unsere Vermutung, er hat es vielleicht erfahren. Könnte das sein? Wann war er zum letzten Mal bei Ihrer Tochter? Heute Nachmittag. Haben Sie ihn danach noch gesehen? Nein. Er hatte eine Stellung angenommen als Kellner in einem Nachtlokal, damit er am Nachmittag Martina besuchen konnte. Er blieb dann immer gleich in der Stadt. Wir möchten gern dieses Zimmer durchsuchen. Vielleicht finden wir irgendetwas. Bitte, wie Sie wollen. Wir haben nichts gefunden, aber wir müssen das Zimmer versiegeln. Fühlen Sie sich nicht wohl, Frau Lehmann? Nein, ich fühle mich nicht wohl. Wenn es nicht eine Hoffnung gäbe, dass es sich bei all dem, was wir erleben, vielleicht auch nur um Träume handelt. Man findet die Tür ins Freie nicht. Aber was ist das Freie? Martina? Martina? Kommen Sie. Es will Sie jemand sprechen. Fühlst du dich nicht wohl? Ich habe Kommissar Keller damals schon gesagt, dass er warten muss. Das Mädchen hat keine Erinnerung. Und dasselbe muss ich auch Ihnen sagen. Sie ist krank. Und jeder Versuch, sie daran zu erinnern, was sie krank gemacht hat, würde sie zu sehr belasten und die Behandlung stören. Der junge Herkel war doch gestern hier. Er war jeden Tag hier. Hat er allein mit ihr gesprochen? Ja, meistens. Weil er hatte im Laufe der Zeit gelernt, wie er sich der Kranken gegenüber verhalten musste. Er sprach mit ihr und wenn sie nicht wollte, genügte es ihm, sie zu sehen. Seine Anwesenheit war für mich ein Teil der Therapie. Sie darf auf keinen Fall wissen, dass er tot ist. Wenn es dich zu sehr anstrengt, gehen wir wieder in dein Zimmer. Ja, es geht schon. Gut. Er hat also nie versucht, mit ihr zu sprechen über das, was damals passiert ist? Nein, ich habe es ihm verboten. Ich habe ihm gesagt, warten Sie, bis sie vielleicht von selbst darüber spricht. Könnte sie das gestern getan haben? Das glaube ich nicht. Er hätte es mir gesagt, nehme ich an, weil es einen wichtigen Abschnitt in ihrer Krankengeschichte markieren würde. Einen Augenblick noch. Gehen Sie da hinein. Lassen Sie die Tür ein bisschen auf, dann haben Sie Gelegenheit, sie zu sehen und zuzuhören. Das ist alles, was ich für Sie tun kann. Vielen Dank, Doktor. Guten Tag, Martina. Kommen Sie rein. Guten Tag, Herr Doktor. Ich habe gehört, dass es Ihnen gut geht. Sie fühlen sich wohl? Ja, es geht mir gut. Bitte, setzen Sie sich. Sie wissen, dass wir hier sind, um Ihnen zu helfen. Ja. Ich weiß. Und ich danke Ihnen. Aber keine Ursache, Martina. Doch. Ich weiß, dass ich Ihnen viel zu verdanken habe. Ihnen und Andreas. Ist er hier? Nein, er ist nicht hier. Wie dumm von mir. Er kommt doch immer nur nachmittags. Sie haben wieder ein Zeitgefühl. Haben Sie die Veränderung nicht bemerkt? Ich weiß auch nicht, ich bin selber ganz überrascht. Seit wann geht es Ihnen denn so gut, Martina? Seit gestern. Aber ich habe Angst. Ich habe Angst, dass es nicht so bleibt. Martina, es kann Rückfälle geben. Aber sie werden nicht mehr diese schreckliche Bedeutung haben. Die haben Sie nicht mehr. Begleiten Sie sie zurück, Schwester. Auf Wiedersehen, Martina. Auf Wiedersehen. Kommen Sie bitte, meine Herren. Das Mädchen ist doch wieder gesund, Doktor. Gesund? Wir sind vielleicht einen Schritt weitergekommen. Das ist das, was ich meine. Sie erinnert sich. Wir müssen das Mädchen vernehmen. Nein, dazu kann ich Ihnen leider nicht die Erlaubnis geben. Aber, Doktor, das Mädchen hat irgendwann in den letzten Tagen die Erinnerung zurückbekommen und einem jungen Mann, der sie jeden Tag besucht, Informationen gegeben, die wir nun auch haben müssen, um einen Mord aufzuklären. Und dafür würden Sie bei dem Mädchen einen Rückfall riskieren. Ausgeschlossen. Sie können nicht mit ihr sprechen. Ihr kommt also mit leeren Händen, besorgt das da. Ja, das hat er uns mitgegeben. Das sind Zeichnungen, die sie gemacht hat. Das gehört irgendwie zur Therapie, dass man solche Patienten zeichnen lässt. Das ist nur Gekritzel, aber vielleicht ist wichtig. Sie hat nämlich auch versucht zu schreiben. Da sind Namen dabei. Hier, Andreas. Du kannst ganz deutlich lesen. Ja. Ja. Da auch. Mhm. Hier sind Schlittschuhe. Ich glaube, das ist nur für einen Psychiater interessant. Das sind Schlittschuhläufer. Das Motiv kommt öfter vor. Mhm. Hier ist es ganz groß. Man hat das Gefühl, die Figur schwebt. Wo kann man jetzt Eislaufen? Zum Beispiel im Prinzregentenstadion. Mhm. Ja, das könnte es auch sein. Das Prinzregentenstadion. Durch ein Fenster gesehen. Die Tribüne ist immer links, auf allen Blättern. Sie meinen, das sind Bilder aus Ihrer Erinnerung? Was ist damals passiert? Die beiden Mädchen sind in die Stadt gegangen. Wo sie gewesen sind, das konnte niemals festgestellt werden. Wer hat Ihnen das LSD gegeben und wo haben Sie es bekommen? Sie meinen, Sie haben es in einem Zimmer bekommen, von dem aus man in das Eisstadion sehen kann? Ich würde nicht daran glauben, wenn Merkel uns nicht von da aus angerufen hätte. Ja, das stimmt. Das ist auffällig. Und bedeutet vielleicht, dass Merkel den Ort gefunden hatte, den wir suchen. Und auch die Leute, die damit zusammenhängen. Seht euch doch mal die Umgebung vom Prinzregentenstadion an. Alles stimmt. Die Höhe, die Perspektive. Dieses Zimmer oder eins der nächsten. In dieser Pension. Wann soll das gewesen sein? Vor 4 Monaten? Ich sage Ihnen doch, am 25. Wir suchen jemanden, der am 26. hier ausgezogen ist. Wahrscheinlich überstürzt ausgezogen ist. Überstürzt? Was heißt das? Und wie soll ich das feststellen? Wenn einer abreist, dann reist er ab. Na, kann ich Ihnen helfen? Ich verstehe das nicht. Sieht so aus, als fehlt hier eine Seite. Ja, eine Seite ist rausgerissen. Ist rausgerissen? Ich stelle das auch gerade fest. Es fehlt die Woche mit dem 26. Was machen Sie eigentlich in dieser Pension, Herr Korbmacher? Nur den Empfang und die Kasse. Machen Sie diese Eintragungen? Ja, nicht immer, aber meistens. Ist das Ihre Handschrift? Ja. Anzunehmen, dass Sie dann auch die Eintragungen gemacht haben auf der Seite, die fehlt? Ja, wahrscheinlich. Haben Sie die Seite rausgerissen? Nein, ich sage doch, ich merke das auch jetzt erst. Können Sie sich erklären, warum die Seite fehlt? Nein. Erinnern Sie sich vielleicht an irgendwelche Namen, die auf dieser Seite gestanden haben? Ausgeschlossen, das ist doch 4 Monate her. Tut mir leid. Das Buch ist beschlagnahmt. Aber wieso? Worum geht es denn eigentlich? Wem gehört diese Pension? Einem gewissen... Ich kenne die Verhältnisse nicht. Ab und zu lässt sich ja jemand blicken, der Mann heißt Krämer. Wo wohnt er? Ich weiß es nicht, ich sag doch, ich mache hier den Empfang, sonst nichts. Aber Sie müssen doch wissen, wie Sie den Mann erreichen können. Ja, aber... Also gut, dann sagen Sie uns seine Adresse oder seine Telefonnummer. Ob ich die jetzt finde? Es kommt doch nie vor, dass ich den anrufen muss. Was passiert denn hier schon? Danach wollten wir Sie auch fragen. Was für Leute verkehren in dieser Pension? Alle möglichen Leute. Leute, die in München zu tun haben. Hier gibt es eine Menge Büros in der ganzen Gegend hier. Die fragen auch die Leute nicht, weswegen die hier ein Zimmer nehmen. Also, haben Sie die Adresse von dem Besitzer? Ja, das ist sie. Hans-Joachim Krämer, 46 Jahre alt, Kaufmann, anscheinend sehr vermögend. Er hat eine super Wohnung, fährt einen 80.000 Mark Schlitten. Vorstrafen? Keine. Aber wir schauen uns den Mann noch genauer an. Ja, tut das, aber seid vorsichtig. Wir packen da ein ganz heißes Paket aus. Wir haben es lange nicht gehabt, dass jemand auf offener Straße von einem Wagen aus erschossen worden ist. So reagieren eigentlich nur Profis, aufgescheuchte Profis, denen man auf etwas draufgekommen ist. Ich weiß nicht, auf was. Aber das LSD-Mädchen ist da nicht die Hauptsache. Die weiß nur was. Ich sag ja, das Mädchen muss reden. Zunächst müssen wir sie davor schützen, selber umgebracht zu werden. Schaut euch mal die Blumen an. Da ist auch eine Karte dabei. Sorry. Mörder, die sich entschuldigen. Nein. Es liegt ihnen nur daran, ihre Kaltblütigkeit zu zeigen. Es geht ja heute schon sehr gut. Es ging ja gestern schon viel besser. Wenn sie nach Merkel fragt, sagen Sie ihr, er hat keine Zeit, er kann nicht kommen. Sagen Sie ihr, was Sie wollen, aber sagen Sie ihr nicht die Wahrheit. Haben Sie verstanden? Ja, ich habe verstanden. Und bleiben Sie im Haus, gehen Sie nicht nach draußen. Das sind notwendige Sicherheitsvorkehrungen. Gehen wir. Mami. Martina. Wo ist Andreas? Es war ihm leider nicht möglich zu kommen, aber er lässt dich grüßen. Es geht ihm gut. Danke. Sie macht einen völlig gesunden Eindruck. Kann ich wirklich nicht mit ihr sprechen? Nein, es ist zu früh. Viel zu früh. Naja, das können nur Sie beurteilen. Die sind ja doch draußen. Ich habe denen doch gesagt, Sie dürfen das Haus nicht verlassen. Sie sind doch nur im Garten. Sie können doch nicht raus. Frau Lindhoff, Sie sollten doch nicht rausgehen. Ich habe Sie doch gebeten, das Haus nicht zu verlassen. Also bitte, gehen Sie ins Haus zurück. Wenn Sie nicht hinausgegangen wären, wäre das alles nicht passiert. Da stellen Sie sich vor, wenn man Martina getroffen hätte. Dann wäre sie jetzt mit Andreas vereint. Aber Frau Lindhoff, wie können Sie sowas nur denken? Kommen Sie weiter. Herr Korbmacher hat Sie also informiert, dass wir in Ihrer Pension waren. Ja, natürlich, sofort. Ich bin sehr froh, dass Sie gleich zu mir gekommen sind, meine Herren. Was ist denn eigentlich los? Hinter wem oder was sind Sie her? Sie wollen also wirklich nichts trinken? Nein, danke. Dürfen Sie nicht oder wollen Sie nicht? Wir wollen nicht. Kommen Sie, setzen Sie sich. Herr Krämer, wir suchen jemanden, der vor 4 Monaten in Ihrer Pension gewohnt hat. Ja, so höre ich. Und das soll angeblich nicht mehr festzustellen sein. Ja, und zwar, weil eine Seite aus dem Gästebuch fehlt. Ja, der gute Korbmacher ist ganz unglücklich. Er schwört, dass er keine Ahnung hat, wer die Seite herausgerissen hat. Sie ist doch herausgerissen worden. Ja. Nun, unsere Frage, können Sie sich vorstellen, wer das getan hat? Wie sollte ich? Aber die Pension gehört Ihnen doch. Kümmern Sie sich so wenig darum. Ach, wissen Sie, ich habe die Pension nur so nebenbei. Ich gebe sie nur nicht auf, weil man ein Geschäft, das was einbringt, nicht aufgeben soll. Was ist denn Ihr Hauptgeschäft? Anlagen, Finanzierungen. Ich verwalte Geld, was heutzutage gar nicht so einfach ist. Aber was einfach ist, ist ja auch nicht besonders interessant. Sie sind als Pensionsinhaber, glaube ich, verpflichtet, das Gästebuch einzusehen. Schauen Sie sich das nie an? Ja, ab und zu, oberflächlich. Ich sag denen ja, dass ich dann... Also Sie zu fragen, wer vor 4 Monaten in Ihrer Pension gewohnt hat, das... Diese unmögliches Verlangen. Wo liegt denn das Gästebuch gewöhnlich? Beim Empfang, ganz offen. Ja, und nachts? Wird's da nicht weggeschlossen? Ehrlich gesagt, ich habe nicht die geringste Ahnung, was der Korbmacher damit macht. Aber es scheint ja, dass da jeder ohne weiteres ran kann. Was für Leute verkehren in Ihrer Pension? Ach du liebe Zeit, da frage ich doch nicht nach. Ich habe Korbmacher nur gesagt, eins bitte ich mir aus, ich will niemals etwas mit der Polizei zu tun haben. Aber offenbar ist das ja nicht möglich. Ach ja, der arme Korbmacher, der ist ganz verzweifelt. Dabei hat er keinen Fehler gemacht. Man kann ja schließlich nicht in die Menschen hineinsehen. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Ja, bitte? Ach, du bist Helga. Was, du bist schon unten? Du, ich bin noch aufgehalten. Komm doch einen Sprung rauf. Ja, was habe ich eben gesagt? Sie sagten so schön, man kann in die Menschen nicht hineinsehen. Ja, sehr richtig. Und Sie können es natürlich auch nicht. Nein, leider nein. Ja, also meine Herren, was ist denn nun eigentlich passiert? Ja, was ist passiert? In der Nähe Ihrer Pension ist ein junger Mann auf der Straße erschossen worden. Ach ja, davon habe ich gelesen. Wollen Sie sagen, da fehlt eine Spur in meiner Pension? Wir nehmen an, dass dieser Mord zusammenhängt mit einer Sache, die sich vor 4 Monaten wahrscheinlich in Ihrer Pension zugetragen hat. 2 junge Mädchen haben sich in einem Zimmer Ihrer Pension einen LSD-Rausch geholt. Ausgeschlossen. Die eine ist daran gestorben und die andere lebt in einer Heilanstalt. Na hören Sie, ich habe doch keine Rauschgifthöhle. Da tun Sie dem Korbmacher aber wirklich Unrecht. Wie kommen Sie zu einer solchen Vermutung? Also da lege ich für Korbmacher wirklich meine Hand ins Feuer. Das ist doch eine massive Anschuldigung. Dafür müssen Sie schon Beweise erbringen. Die haben wir. Darf man die erfahren? Ich verstehe. Ich respektiere selbstverständlich Ihre Gründe. So, ich werde jetzt Korbmacher anweisen, dass er Sie in jeder Weise unterstützt. Sollen wir gefälligst nachdenken, wer da vor 4 Monaten gewohnt hat. Ist ja jeden Tag da. Er muss es wissen. Der schließlich nichts anderes zu tun, der Mann. Oh, Herr Grauert, wenn Sie bitte mal aufmachen. Herr Krämer ist gerade am Telefon. Hallo, Helga. Ein Moment. Das ist Herr Grabert, Herr Heines. Er schickt nicht die Herrensimpf von der Polizei. Das gibt's doch nicht, da meldet sich keiner. Muss doch einer da sein. Tut mir leid, Korbmacher meldet sich nicht. Herr Korbmacher! Er ist erschossen worden. Mein lieber Mann, das sind vielleicht harte Burschen. Hallo, Rehbein. Mord in der Näherstraße. Er wohnt in der Friedrich-Ebert-Straße. Das sind ja Zweifel mit dem Korbmacher Kinder. Er hat ja 4. Ist deine Mutter da? Ja, was ist denn? Die Kinder nehmen mich am besten mit, sonst können sie ja mit der Frau nicht sprechen. Sperr mal auf. Halt! Ihr bleibt heraus. Wieso denn? Wieso denn? Die Herren wollen mit eurer Mutter reden. Darf ich mal reinkommen, Frau Korbmacher? Ach, Herr Obermeier, ja kommen Sie nur, ich bin in der Küche. Da sind 2 Herren. Ja? Die Herren sind von der Polizei. Von der Polizei? Ich werde mich um die Kinder kümmern. Ja, was ist denn los? Können wir mal reinkommen, bitte? Ja, bitte. Ihr kommt jetzt mit zu mir, da dürft ihr mit meinem Dackel spielen. So, was wollen denn die Männer? Ja, die Herren müssen mit eurer Mutti sprechen, weil mit dem Vati ist was. Also, kommt schon. Ja? Jetzt wird's hier. Lassen wir es mal da. So. Jetzt geht's dazu. Ich will nicht doppeln. Aber er hat doch niemandem was getan. Mit 4 Kindern kann man niemandem etwas tun, weil man es sich gar nicht erlauben kann. Wenn man 4 Kinder durchzubringen hat, dann müssen sie das tun, was andere ihm sagen. Er hat getan, was andere ihm gesagt haben. Wenn er eine Begabung hatte, dann die, dass er immer und zu jedem gesagt hat, ja, ich tue, was sie wollen. Ich mach schon. Sie können sich darauf verlassen. Sonst hat er nicht viele Begabungen. Außer, dass er seine Familie liebte. Was ja heutzutage auch schon eine Begabung ist. Er hat immer gewollt, dass es uns gut geht. Hat jemand ihm gesagt, um was es ging, was er wusste? Denn das, was er wusste, das ist der Grund, weswegen man ihn umgebracht hat. Kann ich meinen Mann sehen? Ich kann es einfach nicht glauben, bevor ich ihn nicht gesehen habe. Die Frau ist total fertig. 4 Kinder am Hals, die muss sie jetzt alleine durchbringen. Haben Sie eine Zigarette für mich? Bitte. Danke. Heute Mittag war mein Mann zu Hause. Er hat gesagt, die Polizei sucht Schreck. Der Mann, den Sie suchen, heißt Schreck. Na bitte, wir kommen ja vorwärts. Werner Schreck heißt also der Mann. Ja, 42 Jahre alt, ohne Beruf, aber nicht ohne Geld. Wir haben lückenlose Überwachung angeordnet. In Ordnung. Ah, danke. Ja, noch etwas. Der Mann, dem die Pension gehört. Krämer. Krämer, ja, richtig. Den würde ich gerne kennenlernen. Sag ihm, er soll morgen zu mir kommen. Dieses Zimmer, bitte. Danke. Kommissar Keller? Ja, bitte kommen Sie herein. Guten Tag, Herr Kommissar Krämer. Ja, Herr Krämer, ja, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Wie geht es Ihnen? Ja, einigermaßen. Darf ich? Schmerzen? No, das weniger, aber ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich liegen soll. Ja, ich kenne das. Ich hatte mal einen Skiunfall. Da ging es mir so ähnlich. Es hat mir einen solchen Eindruck gemacht, dass ich seither lieber segle. Sie segeln? Wo segeln Sie? Auf dem Starnberger See. Und ich habe ein Boot zu liegen in Port Grimaud, wenn Sie das kennen. Das lässt sich hören. Ich bin leider nie zum Segeln gekommen, obwohl es eine Liebe von mir ist, eine stille Liebe. Wie schön für Sie. Ja, ich hatte mir eigentlich gedacht, ich sehe hier Beamte, Stenografen. Wollen Sie mich nicht vernehmen? Ich bin ja schon dabei. Ach so. Ich kann mir denken, dass Sie sich dafür interessieren, was in meiner Pension vorgeht. Der arme Korbmacher. Um es vorweg zu sagen, ich gebe Sie auf, die Pension. Sie war mir nie besonders wichtig und jetzt noch das, also mir reicht's. Wie lange war Herr Korbmacher eigentlich bei Ihnen? Wie lange? Nun, 4 Jahre ungefähr. Ich habe mich nie besonders um den Mann gekümmert. Es ist eine subalterne Natur. Gut zu gebrauchen, sicher. Aber wenn Sie mich nun fragen, was ich darüber hinaus von ihm weiß, so gut wie nichts. Sind Sie verheiratet, Herr Krämer? Ich war es. 3-mal. Es ist eines der Vergnügen, das man sich tatsächlich mehrmals gönnen sollte. Das Vergnügen spielt eine große Rolle in Ihrem Leben. Ja, das kann man sagen. Da haben Sie recht. Hauptsache, man kann es sich leisten. Das ist natürlich eine der Voraussetzungen. Aber ist es das, was Sie von mir wissen wollten? Ich meine, meine Einstellung zum Leben? Ja, für mich sind das wichtige Fragen, fast die wichtigsten, um einen Menschen beurteilen zu können. Wie ist zum Beispiel die Einstellung zum Leben des Mannes, der gesagt hat, legt Korbmacher um, von dem Sie eben zugegeben haben, dass er sehr gut zu gebrauchen war, der keinen Fehler gemacht hat, der nur etwas wusste. Und der Mann, dessen Einstellung ich nicht kenne, der sagte, er muss sterben. Also wissen Sie, Herr Kommissar, Überlegungen dieser Art müssen Sie schon allein anstellen. Sie meinen, Sie können mir nicht helfen? Ganz bestimmt nicht. Haben Sie konkrete Fragen? Nein, ich wollte mir nur ein Bild von Ihnen verschaffen. Einen persönlichen Eindruck. Und den habe ich ja nun. Da kann ich ja wohl gehen. Auf Wiedersehen, Herr Krämer. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Gute Besserung. Danke. Sorry. Nein, nein, noch nichts, Chef. Wir stehen vor dem Haus, in dem Schreck wohnt. Ja, sein Wagen haben wir vor uns. Irgendwann muss er runterkommen. Nein, nein, wir wissen, dass er oben ist. Woher? Wir haben angerufen und er hat sich gemeldet. Ja, ist gut. Ende. Da stehen wir schon eine gute Stunde hier. Wer frühstückt aber lange? Ich habe mal 3 Tage auf einen Mann gewartet, der nicht runterkommen wollte. Bis wir merkten, dass er längst tot war. Habe ich dir schon mal erzählt? Ich war dabei. Ach, du warst das. Da ist er. Das ist Schreck. Los, fang an. Sein Passfoto haben wir jedenfalls. Ich hänge mich dran. Weinhandlung? Na und? Seit wann bist du Antialkoholiker? Ja, hast du eigentlich recht. Schreck kennt uns nicht, also fahren wir mal rein. Wir interessieren uns für Wein, warum nicht? Das war aber haarscharf. Der kommt direkt vom Krankenhaus hierher. Um sich mit Schreck zu treffen. Gut. Sehr gut. Ja, fahr damit zu Martina. Wieso? Ich denke, die... Dr. Wieland hat angerufen, es geht Martina besser. Sie will jemanden sprechen. Sie weiß auch inzwischen, dass Herkel tot ist. Also zeig ihr die Bilder und sie soll sagen, was damals passiert ist. In Ordnung. Also wie war das? Wem gehört die Weinhandlung? Einem gewissen Chambers. Der Mann ist 70, arbeitet aber noch im Geschäft. Eine alte, renommierte Firma. Er importiert hauptsächlich französische Rotweine. Also mir fällt dazu nichts ein. Ja, glaubst du mir? Ich bin krank. Wie lange sind denn Schreck und Krämer da geblieben? Eine halbe Stunde, dann sind sie beide weggefahren. In verschiedenen Richtungen. Ja, wenn sie nicht mehr da sind, dann könnte man sich doch den Laden ansehen. Mensch. Hallo? Ist da niemand? Ja, bitte. Was wollen Sie? Was wir wollen? Ich dachte, Sie verkaufen Wein. Ja, das ist hier kein Ladengeschäft, das ist eine Großhandlung. Ich verkaufe nur an Geschäfte, an Hotels, Restaurants. Wir wollen ja eins aufmachen. Ein Restaurant? Ja. Ach so, ja. Ja, das ist etwas anderes, ja. Darf ich Sie bitten? Danke. Ja. So, meine Herren, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Schön, ja. Hier ist meine Mappe, wenn Sie sich orientieren wollen. Vielen Dank. Ich habe nur sehr gute Weine. Haben Sie auch ein gutes Restaurant? Ja, ich glaube schon. Französische Küche. Französische Küche? Das müsste ich doch wissen. Ich kenne jedes Lokal in München, das französische Küche hat. Wir eröffnen erst in 3 Monaten. Wo wollen Sie denn das aufmachen? Am Rotkreuzplatz. Da ist schon mal einer eingegangen. Keine gute Gegend für französische Küche. Ich weiß auch nicht, warum. Wissen Sie, es gibt Stadtviertel, da können Sie nur mit Spaghetti was werden. Und andere nur mit Kalbshaxen. Sie machen einem ja richtig Mut. Sagen Sie, haben Sie eigentlich keine Angestellten? Oh ja, aber nicht sehr viele. Angestellte machen einem nur Sorgen. Mir reichen die eigenen. Haben Sie Sorgen? Warum geht's Geschäft nicht gut? Doch, das geht glänzend. Sorgen. Richtige Sorgen macht einem nur der eigene Körper, meine Herren, wenn man 70 ist. Bitte, Martina, setzen Sie sich. Herrn Klein kennen Sie ja schon. Sie wollten doch jemanden von der Polizei sprechen. Ich möchte Sie nicht quälen, Fräulein Lindhoff. Wenn Ihnen das, was ich Sie frage, zu viel wird, dann sagen Sie es mir, okay? Ja. Kennen Sie diesen Mann? Ja. Ich habe ihn auf dem Eisplatz kennengelernt. Zusammen mit meiner Freundin Maria. Kennen Sie seinen Namen? Nein. Wir hatten uns Schlittschuhe geliehen. Sind damit auf dem Eis rumgelaufen. Da haben wir den Mann kennengelernt. Er hat uns was zu trinken gegeben. Aus einer Flasche. Ich weiß nicht, was es war. Aber es ist uns beiden nicht bekommen. Erinnern Sie sich an Ein Zimmer in einer Pension. Ja. Aber ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Da fehlt mir die Erinnerung. Nur, dass wir dann in einem Zimmer waren. Man hat vom Eisplatz die Musik gehört. Und hat von oben gesehen, wie sie liefen. Ich weiß jetzt, dass er uns LSD gegeben hat. Wir hatten schreckliche Träume. Furchtbare Träume. War der Mann bei Ihnen im Zimmer? Nein. Der war es nicht. Dieser nicht. Aber es war jemand bei Ihnen. Ja. Wissen Sie nicht, wer es war? Können Sie den Mann beschreiben? Martina. Wollen Sie aufhören? Ich sehe den Mann wie im Traum. Ich weiß jetzt, dass es die Wirkung des LSD war. Dass ich ihn so verzerrt gesehen habe, so wie ein Gespenst, so unwirklich. Können Sie den Mann trotzdem beschreiben? Sein Kopf war riesig. Seine Arme waren lang. Die Finger auch. Manchmal habe ich seine Stimme gar nicht gehört. Dann wieder war sie irrsinnig laut. Der Mann war alt. Wahnsinnig alt. Sehen Sie sich dieses Rubinrot an. Chambertin. Sie müssen ein sehr gutes Restaurant haben, wenn Sie sich diesen Wein leisten wollen. Ihre Gäste müssen begreifen, dass es nur sehr wenig Möglichkeiten gibt, die triste Realität hinter sich zu lassen, dass eine davon solch ein Wein bietet. Kein gewöhnlicher Wein, versteht sich. Gewöhnliche Weine bieten ein solches Vergnügen nicht. Ja, das verstehe ich. Sie verstehen. Keine Ahnung haben Sie, wovon ich spreche. Erst, wenn sich das Leben davon macht, unternimmt man die wirklichen Anstrengungen, um es zurückzuholen. Entschuldigen Sie. Ja? Chambers? Es ist doch eine Weinhandlung. Hm? Oder siehst du was anderes? Ich denke, das hat noch Zeit. Aber still. Warum denn so eilig, Herr Mann? Ja? Ja. Heute? Ja gut, aber warum denn so spät? Dann ist es doch dunkel. Ja, ja, ist gut. Ja, Wiedersehen. Ja, ich habe Ihnen mein Lager gezeigt. Hier ist meine Preisliste. Sagen Sie mir Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, vielen Dank. Okay. Dankeschön. Heute Abend, zu einer Zeit, wo normalerweise geschlossen ist. Irgendwas wird geliefert, so verstehe ich die Sache. Also was machen wir? Wir werden Ihnen zusehen. Laden Wein aus. Das sind Kartons mit Wein. Sag mal, wie viel Mann siehst du? Das ist allerdings merkwürdig. 6 Mann. Die haben doch einen Gabelstapler. Sieht aus wie ein Transport mit Bewachung. Was? Der ist auch da? Das ist alles okay. Ruf den Chef an, ob wir loslegen sollen. Da wissen wir wenigstens, was los ist. Nein. Die Schlaftablette. Ach, Schwester, von Schlafen kann gar keine Rede sein. Geben Sie mir ein Blatt Papier. Wollen Sie einen Brief schreiben? Ja, das wäre schön. Einen Schlachtplan muss ich entwerfen. Guten Tag, Herr Chambers. Guten Tag. Ah, meine Herren, nun, haben Sie sich schon entschieden? Ja, wir haben uns entschieden. Was wollen Sie denn von mir? Dass Sie mitkommen. Ich? Warum soll ich mitkommen? Ja, machen Sie doch auf. Fräulein Martina, war das der Mann, der mit Ihnen im Pensionszimmer war? Ja, das ist der Mann. Jetzt können Sie ja wohl nicht mehr leugnen, das Mädchen zu kennen. Wo kommt dieses Mädchen denn her? Sie dachten, dieses Mädchen nie wiederzusehen. Sie haben ihr das LSD gegeben. Nein! Nein, nein, nein. Doch, Sie waren es. Das Mädchen hat Sie erkannt. Und sie ist jetzt nämlich wieder gesund. Wenn sie jetzt sagt, ja, das ist der Mann, dann ist das eine Zeugenaussage, die anerkannt werden wird. Also geben Sie zu, dass Sie dem Mädchen und ihrer Freundin das LSD gegeben haben. Nein. Ich nicht. Ich war es nicht. Schreck war es. Ich verstehe mich nicht auf diese Mittel. Schreck sagte, ich mache das. Ich gebe es Ihnen. Und wenn Sie es haben, dann kannst du mit Ihnen machen, was du willst. Es ist unschädlich, sagt er. Es passiert Ihnen nichts. Sie haben nur Träume, weiter nichts. Und es ist ja auch nie etwas passiert. Haben Sie das öfter gemacht? Schreck hat es gemacht. Schreck hatte ein Zimmer in der Pension. Man konnte von dort aus den Eisplatz sehen. Ich sagte, ein schöner Platz, um die vielen netten Mädchen beim Schlittschuhlaufen zu sehen. Er sagte, die kannst du doch haben. Willst du die haben? Ich sagte, Menschenskind, ich weiß doch, wie ich aussehe. Die lassen sich doch nicht mit einem so alten Mann ein. Das ist vorbei in meinem Alter. Leider vorbei. Für immer vorbei. Davon kann man nur träumen. Das ist das Einzige, was einem bleibt. Träumen. Und man tut es, man träumt davon. Man kann einfach nicht aufhören, davon zu träumen. Schreck hat Ihnen also die Mädchen zugeführt, nachdem er sie unter LSD gesetzt hat. Weil sie sonst davongerannt wären. Ich habe nichts damit zu tun, dass die Mädchen LSD bekommen haben. Sie schrien und weinten. Da hat Schreck zusammen mit Korbmacher die Mädchen im Wagen weggebracht. Ich habe erst später erfahren, was mit ihnen passiert ist. Wieso hat man Ihnen solch einen Gefallen getan, Herr Chambers? Aus welchem Grund? Sie haben sich in meine Weinhandlung eingekauft. Wozu? Das weiß ich nicht. Das können Sie uns doch nicht erzählen, Herr Chambers. Ich weiß es nicht. Sie holen die Weintransporte aus Frankreich. Ich glaube, dass es Ihnen darauf ankommt, den Wein selber zu holen. Herr Chambers, Sie werden jetzt ein Telefongespräch führen. Sie rufen Krämer an und tun so, als seien Sie noch in Ihrem Laden. Sie sagen, Sie hätten einen Anruf von der Kriminalpolizei bekommen und Sie sollten da mal vorbeikommen. Und Sie fragen Krämer, ob er denn wisse, was da eigentlich los sei. Haben Sie verstanden? Krämer? Was? Wieso denn? Die Kriminalpolizei? Um diese Zeit? Was wollen denn die? Was haben Sie gesagt? Ja, Sie müssen doch irgendeinen Grund angegeben haben. Ja, ich weiß das doch auch nicht. Ja, dann gehen Sie hin. Sie müssen ja hin. Oder nein, Chambers, Moment, warten Sie. Passen Sie auf, Chambers. Lassen Sie sich Zeit. Sie gehen erst in einer halben Stunde. Oder nein, noch besser. In einer Stunde gehen Sie hin. Und erwähnen Sie meinen Namen nicht. Nicht meinen Namen. Und auch nicht den von Schreck. Unter keinen Umständen. Haben Sie verstanden, Chambers? Ja, ich habe verstanden. Man hört direkt, wie eilig er es hat. Ja, wir haben es aber jetzt auch eilig. Als ob man in ein Wespennest gestochen hätte. Aber Sie sind noch nicht komplett. Hm. Wir lassen Sie noch eine Weile arbeiten. Ich gehe runter zu Erwin. Alles klar. Vier Kartons. Es muss schneller gehen. Los, treib sie an. Ein. Hier spricht die Polizei. Der Hof ist umstellt. Ergeben Sie sich. Werfen Sie die Waffe weg. Nehmen Sie die Hände hoch. Drehen Sie sich zur Wand. Jetzt möchte ich bloß wissen, was da wirklich drin ist. Wein. Heroin im Wert von fast 5 Millionen Mark. Krämer übernahm die Ware in Frankreich und sein Job war es, sie nach Deutschland zu bringen. Und ist ihm das eingefallen. In jedem Karton waren 3 bis 4 Flaschen damit gefüllt. Nicht schlecht. Prima Idee. Aber die Träume eines alten Mannes haben ihm das Geschäft verdorben. Und wie war das mit Herkel? Ich war an diesem Abend etwas länger in meinem Geschäft. Plötzlich klingelte es. Ich wollte zuerst gar nicht aufmachen. Wer ist denn da? Wir haben schon geschlossen. Bitte lassen Sie mich rein. Entschuldigen Sie. Ich würde Sie nicht belästigen, wenn es nicht sehr dringend wäre. Ja, um was geht es denn? Mein Name ist Herkel. Kennen Sie einen Mann namens Schreck? Schreck? Ich habe bei ihm zu Hause angerufen und man hat mir gesagt, dass er hier wäre. Was wollen Sie von dem Mann? Ich muss den Mann finden. Er hat einem jungen Mädchen, einer Freundin von mir, LSD gegeben. Und dann war sie in einem Zimmer in einer Pension. Ich zeige Ihnen ein Foto von ihr. Kennen Sie sie? Es muss noch jemand dabei gewesen sein. Ein alter Mann. Waren Sie das? Das können Sie gewesen sein. Waren Sie das? Was wollen Sie? Lassen Sie mich los! Sie waren das! Was ist denn hier los? Ich muss mal telefonieren. Gehen Sie. Laufen Sie um Ihr Leben. Der ist zu allem fähig. Laufen Sie! Man muss doch berücksichtigen, dass ich ihm den Rat gegeben habe. Ich kannte ja Schreck. Ich wusste, wozu er fähig war. Ich habe versucht, dem jungen Mann das Leben zu retten. Das ist doch sicher etwas, was für mich spricht. Oder?